Bevor wir uns für den Mittelspagat vorbereiten, müssen wir uns aufwärmen. Das mache ich ungefähr 5 Minuten lang. Jetzt kommen wir in die Rückenlage, Beine nach oben ausstrecken, Knie sind durchgestreckt und von innen an den Knien festgreifen und zur Seite langsam pendeln. Das mache ich 30 Mal. Nachdem ich fertig bin, halte ich 30 Sekunden lang in der Position. Also das Video stoppen und 30 Sekunden zu Ende bringen. Dann kommen wir in den Vierfüßlerstand. Hier habe ich meine Knie absichtlich an die Linie genommen und den rechten Fuß nehme ich auch auf die Linie drauf und langsam mit dem Fuß zur Seite rutschen. Achte jetzt ganz genau auf meinen Oberkörper. So darf das nicht aussehen, sondern wir müssen immer ganz gerade bleiben. Falls du mit der Hüfte tief unten bist, kannst du auf die Unterarme stützen. Wenn nicht, bleib auf den Händen. Jetzt das Video stoppen und 30 Sekunden halten. Wenn wir fertig sind, machen wir natürlich auch die andere Seite. Diese Seite zeige ich euch von vorne. Durchgestrecktes Bein zur Seite nehmen. Und das untere Bein darf nicht nach innen genommen werden, sondern schön hinten lassen. Mit den Händen mitwandern, auf die Unterarme schützen, wenn es geht, und 30 Sekunden halten. Das sind Dehnübungen, deswegen ist das normal, wenn es an den Beinen zieht. Jetzt kommen wir wieder in den Vierfüßlerstand und gehen langsam in den Froschsitz. Video stoppen, 30 Sekunden halten. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir mit der Hüfte nach vorne und nach hinten ungefähr 20 Mal. Wenn du bei dieser Übung mit der Hüfte nicht so tief runterkommst, musst du nicht unbedingt auf die Unterarme gehen, sondern bleib weiter auf den Händen. Und da diese Übung sehr effektiv für den Seitspagat ist, machen wir das 2 Durchgänge. Bei den Übungen sollten wir nicht übertreiben. Ich meine damit, es soll nicht zu stark ziehen oder zu stark wehtun. Es ist viel wichtiger, dass wir durchgehend 30 Sekunden halten und die Wiederholungen zu Ende bringen. Wenn du wirklich Spagat lernen möchtest, solltest du mindestens 3-mal die Woche die Übungen wiederholen. Je mehr du trainierst, desto schneller wirst du den Spagat können. Jetzt setzen wir uns gegenüber einer Wand mit durchgestreckten Knien und schieb dich mit der Hüfte Stück für Stück nach vorne. Am Anfang wirst du nicht so weit nach vorne kommen, das ist aber nicht schlimm. Wichtig ist es, dass du die Knie durchgestreckt hältst und den Rücken gerade lässt. Wie gut wir uns dehnen können, hängt auch damit zusammen, wie gut wir uns aufwärmen. So, jetzt das Video stoppen und 30 Sekunden halten. Bei der letzten Übung bringen wir die Füße, Beine und Po an die Wand und mit den Füßen langsam zur Seite rutschen. Dabei bleibt die Hüfte die ganze Zeit an der Wand und nicht nach vorne nehmen. Mach bitte diese Übung entweder barfuß oder mit Schuhen. Geh nur so tief runter, sodass du 30 Sekunden voll aushalten kannst. Und viel Spaß!